Der Monat November war ein historischer Börsenmonat. Der DAX hat über 15% zugelegt, so viel wie noch nie zuvor in seiner über 30-jährigen Geschichte. Und auch an der Wall Street lief es richtig gut. Der Dow Jones hatte das größte Monatsplus seit 1987. Gibt es denn jetzt noch Potenzial? Können noch Hürden übersprungen werden? Also in der Theorie natürlich, aber ich denke mal, nach der Rallye, die wir jetzt die letzten Wochen gesehen haben, wird hier ein bisschen die Luft dünn und wir gehen dem Jahresende zu. Wir haben nicht mehr allzu viele Handelstage, das darf man auch nicht vergessen. Der Markt ist insgesamt sehr gut gelaufen dieses Jahr. Also ich glaube, vielleicht den einen oder anderen Punkt nach oben werden wir noch erzielen können, aber ob wir noch neue Jahreshöchststände zum Jahresende erleben, da bin ich doch skeptisch. Wir schauen gleich auf eine mögliche Weihnachtsrallye, wie sich Anleger jetzt positionieren sollten. Wir haben die Top-Empfehlungen Apple und den starken Euro. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Haben wir durch den starken November die Weihnachtsrallye schon vorweggenommen oder gibt es jetzt doch noch Potenzial für die Märkte? Ich glaube, der Markt hat sich eigentlich dieses Jahr so gut bewegt. Wir sind bei knapp 13.500 Punkten hier im DAX. Ich glaube auch, das ist so das Ziel für das Jahresende. Noch ein paar Punkte nach oben sicherlich. Insgesamt, wenn man den November betrachtet und dann vielleicht noch einen Dezember, der relativ gut läuft, dann kann man das ja auch schon als Jahresendrallye verbuchen. Also jetzt die letzten Handelstage, dass wir hier nochmal mit dem Markt nach oben ausbrechen, das sehe ich tatsächlich nicht. Wir schauen gleich, wie sich Anleger jetzt positionieren sollten. Erst einmal aber der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen vertiefen und verbessern wollt, dann schaut einfach mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 16. Dezember. Exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei den Blick auf die kommenden Börsenmonate und stellt einige Strategien vor. Am 20. Januar dann das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger und am 17. Februar Börse für Einsteiger. Meldet euch am besten gleich an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Wie sollten sich Anleger jetzt in diesem Marktumfeld positionieren? Ja, man muss natürlich immer noch mal den Markt beobachten, was passiert am Markt. Aber prinzipiell würde ich auch jetzt sagen, es ist keine Not mehr, hier an dem Markt was zu machen. Bücher schließen, Füße stillhalten, gucken und sich an den Kursgewinnen, die man hat, erfreuen und dann optimistisch ins nächste Jahr starten. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf Apple. Die Technologiewerte waren ja in den letzten Monaten in einer Art Zwangspause. Stattdessen haben traditionelle Industrietitel die Führungsrolle übernommen. Doch im Fall von Apple hat sich bereits in den letzten Wochen eine klare Aufwärtstrendbewegung abgezeichnet. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Apple scheint das symmetrische Dreieck erfolgreich zur Oberseite aufzulösen. Erste Ziele lassen sich jetzt an den Oktoberhochs bei $125,14 ableiten. Darüber bestünde die Möglichkeit, auf ein Niveau von bis zu $137,98 zu steigen. Sollte ein Long-Investment auf aktuellem Niveau in Erwägung gezogen werden, bietet sich ein sinnvoller Stopp um den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell $115,92 an. Und wir schauen auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Ja, das Gerangel um ein nachhaltiges Kaufsignal hält da weiter an. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Longchance. Sollte sich die Erholungsbewegung bei Euro-US-Dollar fortsetzen und ein Sprung über die 1,2011 US-Dollar gelingen, würden die nächsten Ziele auf bis zu $1,2207 in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Sollte allerdings ein direkter Ausbruch über die Jahreshochs endgültig scheitern, findet das Währungspaar bei $1,1872 eine erste Unterstützung vor. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.